Driving on the highway. Da, 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 da. Oh. So, hier sieht's freundlich aus. Es scheint wirklich freundlich zu sein. Das sollte eigentlich ein Witz werden. Und im nächsten Moment werde ich beschossen, aber nö, anscheinend nicht. Hey, hier rüber. Ja, 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 ich wusste es. Ich wusste es, du wartest nur darauf, dass ich mit Vollgas vorbeipresche. Geschafft! Wir empfangen Funkverkehr. Sie suchen das Auto. Gut, dann wohl ohne Auto. In die Garage weiter. Mit dem Wagen. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass wir GTA spielen. Geil. Tag. Okay, Doc. Es geht nur noch zu Fuß weiter. Es gibt einen Geheimweg, die Steilküste lang. Doch niemand kann weg, bis der Angriff abgewehrt wurde. Welcher Angriff? Wenn du uns bei diesem Kampf hilfst, dürfte das unsere Moral stärken. Aha. Oh Mist. Da kommen Landungsschiffe. Landungsschiffe. Keine Kanonenboote. Die guten Kanonenbrote. Ernsthaft? Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Kunde! Ja, schmeiß ab die Scheiße. Komm schon, ich bin heiß drauf. Hab das? Lander! Lander! Die Straße! Was? Wo denn? Wie denn? Was denn? Die hat sich echt dann da hinten verkrochen, ja? Nein, die Schrotflinte ist eine ganz schlechte Idee, Mr. Freeman. Warte. Alter, hast du mir gerade meinen Sunny weggehauen? Hat er mir gerade meinen Sunny weggehauen? Das ist ja schon frech. Ein Landungsschiff! Ernsthaft? Eins? Nicht mehrere? Hallo Sunny, nee, du bist kein Sunny. Lootest du, ist ja auch frech. Ja, das war ich. Haben wir's? Gesellschaft! Schon wieder? Am Leuchtturm. Okay, leider keine Dingsbums mehr. Leider keine Dingsbums-Pfeile mehr. Schade. Ach Gott, jetzt habe ich mir gerade am Kinn gekratzt. Das bin ich. Ach so, ist halt hier. Alter, wo sind meine Kollegen? Willst du mich veralbern? Warum erschießen hier meine Leute? Also, ich weiß natürlich schon, warum sie meine Leute erschießen, aber warum kriegen sie das so effektiv hin? Hab ich jetzt verloren? Kunde, ach du auch noch. Hä? Okay, ich komme gleich. Moment bitte. Ah ja. Sehr gut. Alter, wie weit hoch geht denn das denn noch?
Ah ja, hier gibt es ein paar Raketen. Das ist ja genau mein Ding, Baby. Oh, und schon sind die Raketen alle. Hä? Meins? Na toll. Ich. Nummer 2 und jetzt muss ich auch direkt mal wieder runter. Mach mal auf den Laden hier, danke. Warte. Nein. Ah, ein Kunde. Ich würde gern mehr Raketen mitnehmen. Dankeschön. Hast du davon? Verzieh dich. Oh, Entschuldigung. Eine Villa noch. Ich sagte, eine Villa noch. Alter, ernsthaft? Kunde. War mir die scheiß Scheibe im Weg. Na toll, jetzt muss ich auch noch eine Etage tiefer. Das kann man bestimmt alles total effizient und so weiter machen. Aber da bin ich leider nicht so der Fan von. Na, geht doch. Ist der. Ja, du. Tu am besten noch ein paar mehr Leute hier in den Tod reißen, indem du drauf fällst. Okay. War's das mit den Kanonenbroten? Ich hoffe doch. Haben wir auch schön alles benutzt, was hier rumlag. Hier lang, Dr. Freeman. Gehen wir über die Klippen, bevor noch ein Hubschrauber kommt. Hm. Wie ist denn der Sunny's da? Das ist ja das Wichtigste. Obwohl ein bisschen Muni natürlich auch nicht schlimm wäre. Oh, ich hab grad voll den Krampf im Fuß. Über die... Ach so, das ist der Weg über die... Warte! Lass mich doch... Ich konnte mich doch... Kommen Sie, bevor noch einer kommt. Ich wollte mich doch hier aber noch umgucken. Hier gibt's doch bestimmt noch was. Ich speichere mal, man weiß ja nie. Ich wollte mich doch hier noch umgucken. Ihr habt doch so eine schöne Schaukel... gehabt. Siehst du hier, das hat die jetzt voll wegen dir verpasst. Alles klar. Der Kleiderschrank. Hier nichts mehr, okay. Ich meine, allein schon wegen dem Panzerungsgedöns hat sich das natürlich jetzt gelohnt. Und die Kantine. Nett, dass er hinterherkommt. Und die guten Granaten, obwohl sie voll sind. Na gut. Los geht's. Ja, ist er okay. Warte doch mal. Na gut, Dr. Freeman. Kommen Sie, bevor noch einer kommt. Ich glaube, ich habe alles. Alles klar, dann geht's. Dann kannst du jetzt direkt weitergehen. Kannst ruhig vorwärts gehen. Ich meine, sieht zwar voll cool aus und trainiert deine Waden ganz besonders gut, aber... Naja, das ist ja auch deine Sache. Ja, rückwärts die Treppen hoch, ey. Könntest du wenigstens mal gucken, wo du hinläufst. Mann, diese Leute. Taktik und so. Ich hab die Kiste genau gesehen. Dort entlang, ja. Und vorsichtig. Wie, wo? Was? Wie, wo entlang? Oh, alles klar. Mach doch bitte erst die Tür auf und sag dann... dort entlang. Kommst du jetzt mit, kommst nicht mit, ne? Das ist total schade. Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Ey!
Die klauen mein Auto. Alter, die klauen mein Auto. Das gibt's doch nicht. Was wollen die mit meinem Auto? Und was macht der Headcrab da drüben? Okay, da geht's offensichtlich lang. Deswegen gehe ich natürlich erstmal hier lang. Was macht denn der da oben für einen Terror? Ich weiß, das soll jetzt andeuten, dass da oben jetzt hier fleißig weitergekämpft wird. Och Gott, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Huch. Okay, ein Point of No Return. Soll heißen, Punkt ohne Wiederkehr. Falls ich es noch nicht mal erwähnt hatte. Oder ihr kein Englisch könnt. Was total schade ist im Jahr 2018. Ja, hier geht's leider nur zu Fuß weiter. Es war schön, solange sie angehalten hat, die Roadtrip, der Roadtrip-Teil. Aber wirklich, das ist eine so der Sachen, die mir bei Half-Life 2 richtig gut gefällt hat. Diese Variationsreichtum an ich will jetzt nicht sagen Spielmodi. Du da, du Idiot! Nicht über den Sack gehen, aber Steuerung! Da sag's doch gleich. Laszlo, musste der größte Geist seiner Generation so enden? Wir wollten uns im Vortigon-Camp Käferköder besorgen, damit uns diese Kreaturen in Ruhe lassen. Okay. Aber ohne Laszlo, wozu noch? Ach Gott, der Arme. Ja, du wolltest helfen. Ich bleibe bei ihm. Muss hier noch etwas machen. Geh Alter. Weiter. Und hoffentlich mit mehr Glück, als wir haben. Alles klar. Ich habe einen ganz tollen Trick, Junge. Geh bloß nicht auf den Sand, Ameisenlöwen. Sehr erregt. Da fehlt ein Verb in dem Satz. Kann ich dir einen Laszlo ranholen? Nee, schade. Laszlo. Wer ist denn Laszlo? Also, okay. Hier haben wir jetzt den Part mit den Sandlöchern, so wie es aussieht. Oh, hab's doch genau gesehen. Ja, noch ein Stück. Kommst du ran? Ach, dankeschön. Ja, und der Boden ist Lava, dass das mal klar ist. Oder in dem Moment Sand. Der Boden ist Sand, hört sich aber echt nicht so spannend an. Was habe ich mit meinem Variationsreichtum gesagt gehabt, ja? Betrifft halt nicht nur die Roadtrip-Strecke, der Roadtrip-Teil, sondern auch halt das hier. Das ist sehr amüsant. Ach, Entschuldigung. Noch ein Stück. Put. Gute Kiste. Put. Na, doch ein bisschen. Danke. Ach, nicht du. Ausgezeichnet. Mann. Jetzt geht's hier. Ach ja, ich weiß, was jetzt kommt. Also auf jeden Fall dürfen wir auf dem Wellblech bleiben. Ah, oh Gott, dann so viele gleich. Lass mich doch mal hier runter. Ja. Die schubsen einen natürlich dann auch mal. Auch noch wieder direkt in Richtung Sand, die Schweine. Und da war Ruhe. Und da war wieder Ruhe. Schön ist anders. Also, das wollen wir tunlichst vermeiden hier. Das ist gar nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn du hier versuchst, auf dem Wellblech zu bleiben. Und das Wellblech das aber nicht möchte. Meine Fresse. Um Gottes Willen. Also, versuchst du halt so viel wie möglich von dem Gelumpe mitzunehmen. Damit du so wenig wie möglich umstapeln musst. Oh je. Das wird was. Huch! Den legen wir doch direkt schon mal dahin. Und gehen hier rüber. Lohnt sich das da, auf das Ding zu springen? Ich weiß es nicht.
Und wollen wir das Zeug vielleicht trotzdem mitnehmen? Na toll. Whoop. Okay. Den Sprung können wir nämlich definitiv nicht schaffen. Das ist echt das Spannendste auf der Welt hier. Ja, zumindest für Zugucker. Wo willst denn du hin? Viel besser. Aber spiel's mal selber. Gottes Willen. Das kann ja noch was werden hier. Ich glaube, wir können es jetzt hier lassen. Düdüdüd, sagt er. Da hat er aber auch total recht mit dem Düdüdüd. Was nehmen wir denn da? Ich glaube, mit dem Sandgedöns ist jetzt hier die Schrotflinte besser. Lohnt sich das? Das ist jetzt hier so die Sache. Lohnt sich jetzt vielleicht der Umweg hier rüber? Man weiß es nicht. Man sieht auch nichts. Ich will bloß mal gucken gehen. Jetzt nicht unbedingt sehr weit. Ach Gott, das lohnt sich ja mal gar nicht. Hallo. Ich bin mal direkt daneben. Das hat sich voll gelohnt. Scheiß drauf. Ich gehe einfach weiter. Da haben wir auch direkt einen Bau von den Viechern. Ich weiß nicht, da hinten ist bestimmt irgendwas. Aber wenn ich hier nicht eindeutig sicher bin, also von wegen zum Beispiel Richtung Lambda-Zeichen oder sowas, dann werde ich es nicht riskieren. Hörst du es auch direkt ein bisschen schnattern überall? Das Zeug werden wir uns mal ein bisschen weiter runterlegen. Vielleicht können wir es ja noch gebrauchen. Ansonsten, das sieht schon wieder arg nach Environmental Rätsel aus hier. Und da hinten haben wir eine Hütte. Okay. Gottes Willen, das kann ja was werden hier. Wir versuchen es erstmal so, ohne irgendwie großartig was rum mit irgendwas rumzufriemeln. Hier haben wir eine Wippe. Das sehe ich doch von hier. Ah, ich sehe es. Wir müssen da hoch. Und dementsprechend müssen wir natürlich hier ein bisschen was rüber stapeln. Ah, schön sachte. Sah ja schon fast gut aus. Könntest jetzt hier auch echt oben bleiben? Kiste, bleib doch bitte hier oben. Wie wär's, wenn ne... Scheiße. Das willst du nicht zu oft erleben. Verdammte Kiste. Ach, jetzt ist er oben. Na super. Jetzt muss ich aber auch wieder drauf. Kacke. Warte. Ah. Alter. Beim dritten Mal ist es bestimmt nicht mehr so lustig. Das heißt, ich speichere jetzt hier. Oh, Kacke. Sehr gut. Oh nein. So, wo sind die Streben? Da sind die Streben. Lassen die erstmal schön da hinten liegen. Kann man sie jetzt nämlich ein Stück ran und bleibt bloß da jetzt hier. So, das Problem ist, dass da hinten jetzt noch eine Kiste ist und das Ganze relativ ausbalanciert. Das heißt, wenn wir jetzt hier rüber gehen, macht die Kiste da hinten Spirenzchen. Ah. Geh mal bitte runter, danke. Oh Gott. Du genauso. Runter, habe ich gesagt. Schön. Bleib bloß da, wo du bist.
Hätten wir auch noch ein Ziegel gehabt. Naja, gut, wie willst du denn hier ein Ziegel raufpappen? Alter, ist aber ganz schön. Ich glaube, ich werde die doch mal hier rüberräumen. Ha, ich sehe so ziemlich erstmal gar nichts. So, Hauptsache du hältst da drin, alles klar. Bin ich echt leichter als zwei Holzkisten? Das ist total toll. Oh Gott, Schwein gehabt. Hat ja auch gar nicht so lange gedauert. Und natürlich hat es dann geklappt, als ich gespeichert hatte. Ich glaube, wir müssen in die Richtung letzten Endes. Ja, sieht gut aus. Und ja, kleiner Abstecher in Richtung Bootshaus oder ähnlichem, was auch immer das ist. Und diese Brücke sieht total sicher aus. Da haben wir auch noch zwei Kisten unten. Für die lohnt sich definitiv hier mal so ein bisschen Spirenzchen zu machen. Ja, eine schlimme ist mein Fahrrad, da ist es wieder. Ja, komm her. Komm ran, Kiste, Kiste, Kiste. Huch. Ja, wunderschön. Ich lege die erstmal hier hin, denn da ist noch die zweite Kiste. Oh, na toll. Kommst du hoch, bitte? Bist du das? Ja, du bist das, okay. So, raus das Brecheisen. Und dann ist hier Geburtstag. Wir haben einen Haufen Munition, leider keine Lebensenergie. Tür wird erstmal ein bisschen zur Seite geräumt und dann gucken wir doch mal, was hier zu gucken gibt. Ach Gott, na endlich. Sehr gut, endlich ein bisschen Panzerung auch, aber ganz wenig Panzerung, na toll. Da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr von erhofft. Ach gut, hier hinten haben wir auch noch was. Halt, nein, was mache ich eigentlich? Die Kisten werden wir uns mal schön aufheben, man weiß ja nie. Na toll, ja, geh erstmal runter, okay. Und an die müssen wir ran. Jawohl, gut. Ach, Gott sei Dank. Ich höre hier irgendwas. Ich höre hier leises. Hört sich ein bisschen an, als ob einer ganz schnell über den Sand läuft. Aber ich sehe nichts. Mysteriös. Also, am liebsten würde ich mir ein bis zwei Türen mitnehmen, weil das einfach mal super Dinger sind, falls wir doch wieder irgendwo rüber müssen. Ich werde das mal so irgendwie so grob in die Richtung da schmeißen. Genauso wie die eine Kiste. Man weiß ja nie. Bleib bloß ganz. Ach so, na toll, da kommen wir jetzt natürlich nicht mehr hoch. Ach du Scheiße, war das eine gute Idee? An dich komme ich nicht ran. Das Brett kriege ich ein bisschen näher ran, weil hier können wir dann auf jeden Fall auch hoch. Gut, dass ich den ganzen Scheiß jetzt so weit dahinter geschmissen habe. Mann, ey. Nur noch einen Tisch, den können wir auch noch mitnehmen. Kommen wir mal hier durch. Und natürlich das. Ja, das war die falsche Taste. Okay, erstmal runter. Ausgezeichnet. Und wieder unser Glückswellblech. Oh, das ist gut. Das kann man ganz gut gebrauchen hier. Nämlich richtig schön groß. Schranktür. Oh, noch eine. Jawohl, die besten Dinger der Welt hier überhaupt. So. Da sind wir wieder hier oben. Da haben wir ein Bettgestell. Da hinten sind noch Kisten. Wie weit kommen wir eigentlich mit dem Graviton? So weit nicht, okay. Kommen wir hier rüber. Hier kommen wir auch rüber. Huch, okay. Hier komme ich ran. Aber auch nicht an die hintere. Schade. Alter, wer hier Zeit hat, weißt du, der tut hier jeden verdammten Zentimeter mit den Kisten dingsen. Ich würde trotzdem gern mindestens an die Kisten ran. Wir haben ja hier unsere obergeilen Dinger. Mit denen geht's ja doch relativ schnell. So, Kiste Nummer 2 komme ich immer noch nicht rein. Fuck. Jetzt? Jawohl. Sehr gut, komme ich an die kleinen auch ran? Jawohl, die Lebensenergie. Lebensenergie. Ja, noch ein Stück. Wunderschön.
Was bist du? Ah, nicht du. Panzerung. Okay, das war jetzt nicht so hilfreich. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Nicht du. Na toll. Auch nur Schrotmunition. Hat man da noch was? Oh. Sehe es doch genau. Und ja, es reicht auch. Wenn man ganz genau drauf zielt, dann kriegt man das echt hin. Hier auf relativ, relativ hohe Distanz zu bewegen. Okay, gut. Das soll es auch gewesen sein. Hätten wir trotzdem mal eins von den Brettern hier rüberpacken. Zumindest grob in die Richtung, dass wir auch von der anderen Seite rankommen. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich mal. Da bin ich ja echt gespannt, wie es hier weitergeht.